Vorbereitung für einen etwas anderen Tanzkurs. Movita, Mobilität, Vitalität, Tanz. Wir haben immer ein Warm-up, das oft durch den Raum geht. Dann kommt Erwärmung der 15 Hauptgelenke. Dann kommt der gymnastische Teil. Denn bevor die ältesten Mitglieder hier im Tanzzentrum Kressler in Garbsen gleich das Tanzbein schwingen, ist erstmal eine Runde Fitness angesagt. Los geht's mit Aufwärmen. Der Vorteil bei Movita? Die Frauen müssen nicht auf dem Boden turnen oder hüpfen. Alle sollen die Bewegungen mitmachen können. Nach dem Aufwärmen Gymnastik. Heute mit Schwimmnudeln. Die Übungen sind für ein besseres Gleichgewicht und mehr Beweglichkeit. Das ist ja nicht nur Aufwärmen, das ist ja auch, der ganze Körper wird durchtrainiert und das macht unheimlich Spaß. Das hat man bestimmt auch gesehen. Also schon wenn wir loslegen, dann ist man irgendwie glücklich. Und jetzt das Tanzen ist natürlich noch so ein i-Tüpfelchen. Diese Choreografie zu einem spanischen Lied haben die Movita-Damen schon ganz gut drauf. Heute lernen sie neue Bewegungen zu einem Lied von Helene Fischer. Martina Kresslers Kollegin Josie Obermann macht es vor. Und so sieht das Ganze dann mit Musik aus. Also es macht enorm Spaß und die tolle Musik dazu. Es geht nicht besser. Für uns ist es ganz toll, weil man eben, ich tanze wahnsinnig gern, dass man das Tanzen mit der Gymnastik gut verbinden kann. Wir trinken auch Kaffee hinterher und sind dann in Gemeinschaft und erzählen, wie es uns geht. Fitness und Tanz für Körper und Geist. Eine Stunde voller Bewegung und Spaß. Martina Kressler und Charlotte Brüser jetzt hier bei uns. Bei meinem Nachmittag haben sie sich zu uns ins Studio getanzt. Etwas ganz Schlimmes ist mir eben aufgefallen. Was denn? Wo sind die Männer da im Tanzstudio? Also diese Gruppe hat tatsächlich einen Quotenmann. Ja. Aber seine Frau hatte an dem Tag Geburtstag, deswegen waren die beiden nicht in dieser Stunde mit dabei. Aber das ist auch etwas speziell, was wir für Damen anbieten, deren Männer entweder nicht mehr da sind oder keine Lust haben und es verweigern, die Damen aber trotzdem tanzen möchten. Und da haben sie die Möglichkeit, das zu tun. Und ich glaube, manchen Damen ist es sogar ganz recht, dass keine Herren dabei sind. Ja, die gucken mich so an. Ach, Charlotte. Ja, also ich wollte sagen, Sie sagen, es einfach frei raus. Ich bin gern mit meinem Mann zusammen, ja. Aber so in dieser Movita-Stunde ist es auch schön, mal unter Frauen zu sein. Und man würde sich vielleicht auch etwas anders verhalten, wenn da mehr Männer wären. Ist das so, dass man vielleicht etwas freier ist? Und, man ist freier und gelöst. Ist gelöst, ne? Ja. Ich meine, Männer können auch nicht so gut tanzen wie Frauen, muss man doch einfach mal sagen. Ne? Ja, also mein Mann würde sich, glaube ich, auch ein bisschen komisch vorkommen. Da kommt aber schon der große Einspruch. Wie ist das denn? Wir reden darüber, dass die Tanzschulen boomen. Ist das denn tatsächlich eher so ein Frauending, dass die Frauen ihre Männer immer bewegen? Schatz, wir müssen tanzen. Oder ist es dann auch von den Männern her? Ich denke, das ist eine kulturelle Geschichte. Der deutsche Mann tanzt nicht so. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Gehen wir mal in die Türkei oder nach Griechenland. Auf den Hochzeiten, da tanzen die Männer alle mit. Das ist ganz oder russische Hochzeiten. Also ich bin deutscher Mann und ich tanze total gerne. Ich würde sagen, Männer, die tanzen ausgesprochen gut. Und auch der Herr, der in dieser Gruppe mittanzt, ist sehr talentiert. Wirklich. Und wir haben, die Jungs werden eher zum Fußball gebracht, schon als Kinder. Und dann fehlt ihnen so der Anfang. Und die Mädchen werden gerne zur Tanzstunde gebracht. Wenn bei den ganz Kleinen, den Windelflitzer, da gibt es ja noch nicht so Fußball. Zwischen Windelflitzer? Zwei, ja, das sind die 2- bis 3-Jährigen, die tanzen noch mit einem Elternteil oder mit Oma oder Opa. Und da ist es noch so 50-50, Jungs, Mädchen. Und danach merkt man, werden die Jungs zu anderen Sportarten hingeführt und die Mädchen bleiben. Zahlreich. Aber der Boom ist da. Also haben wir den Jugendlichen schon auch viele Jungs, die heute gerne wieder tanzen und sich auch wieder gerne schick machen. Also der Trend geht dahin wieder ganz enorm. Wie kommt das? Oh, wie kommt das? Ich glaube, es sind immer solche Wellenbewegungen. Ist einmal alles lässig und alles cool und jeder schmatzt sein Kaugummi so vor sich hin, kommt danach wieder, wir machen uns schick, wir sind trendy, wir können uns gut benehmen. Macht sich auch gut in der Bewerbungsmappe, wenn man so ein bisschen Umgangsformen kann.
Ist nicht so schlecht. Man lernt den Knigge und man merkt so auf Bällen und so, dann gibt es die Debütanten oder die von den Tanzschulen, wo dann so Paare auftreten. Und das sind alles halt die jungen Leute, so 16, 17 Jahre, die machen das tatsächlich gerne mit. Ja, und die sind im anderen Leben ganz normal, wie alle anderen auch, aber die Seite finden sie eben auch irgendwie cool. Wir hatten heute ja auch schon mal einen Aha-Moment, ja. Also wenn wir darüber sprechen, Kultur, gut tanzen. Mhm. Wir haben eine zauberhafte Matz für Sie vorbereitet, also ein kleiner kultureller Rückblick, wie es früher war, als man tanzen können musste, möchte ich mal sagen. Ein Schwarz-Weiß-Tutorial. Ja, okay. Der Herr legt seine rechte Hand auf das linke Schulterblatt der Dame. Die Dame legt ihre linke Hand auf die rechte Schulter des Herrn. Die gefassten Hände befinden sich in der Kinngegend der beiden Partner. Vielleicht wollen Sie darauf achten, dass Ihre Ellenbogen auf gleicher Höhe sind. Die Füße sind geschlossen. 3, 4 und cha-cha-cha, Platz, Platz, cha-cha-cha, Platz, Platz, cha-cha-cha, Platz, Platz, links 2, 3, Platz, Platz, cha-cha-cha. Platz, Platz, cha-cha-cha, Platz, Platz, cha-cha-cha, Platz, Platz, cha-cha-cha, Platz, Platz. So. Ganz ehrlich, also da bekommt man tatsächlich irgendwie so ein bisschen Lust, da mal Mäuschen zu spielen. Nichtsdestotrotz vom gesellschaftlichen Anlassen her, das Tanzen. Bei Ihnen hat es ja auch vor allen Dingen auch einen gesundheitlichen Nebenaspekt. Das ist ja eine Mischung aus Sport, Tanz, Gesellschaft. Welche Vorteile hat gerade das Tanzen? Was hat es für Vorteile für dich? Dass ich meinen Körper wieder spüre und ja, es bringt einem so viel Freiheit. Also man fühlt sich gerade in der Gruppe und in diesem schönen Raum und mit dem Spiegel und mit der tollen Beleuchtung, da überkommt einen ein Glücksgefühl, wenn man sich dann so nach der Musik bewegt. Also das ist, Tanzen ist einfach Freiheit. Seit wann haben Sie wieder angefangen zu tanzen? Ich mache das jetzt erst seit 2,5 Jahren. Ach so. Ja. Und es hat sich wirklich auch was bei Ihnen verändert im Leben, in der Einstellung? Ja. Ja? Ja. Inwiefern? Also ich habe über 20 Jahre keinen Sport gemacht, weil ich immer dachte, ich habe das nicht nötig und ich weiß auch gar nicht, wo ich hingehen soll. Und dann hat mir eine Freundin diese Tanzschule und den Tanzkurs empfohlen. Und von der ersten Stunde an habe ich gedacht, das ist es. Das ist genau das, was du machen möchtest. Und wenn jetzt einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher sitzen und denken, ich weiß auch nicht, wo ich hingehen soll. Wie soll man so den Anschluss finden, den Einstieg? Und für wen ist Tanzen überhaupt geeignet? Tanzen ist für jeden geeignet. Da gibt es jetzt das Buch, Tanzen ist die beste Medizin. Das ist auch so wissenschaftlich beschrieben und erklärt. Das finde ich ganz, ganz klasse, dass man auch mal so einen Beweis dafür hat, warum das so ist. Und Tanzen ist wirklich für jedes Alter was und auch für denjenigen, dem schon irgendwie was wehtut. Es wird besser, Gleichgewichtssinn wird verbessert, das Gehirn wird verbessert, rechte und linke Gehirnhälfte verbessern sich, werden vernetzt. 76% Demenz weniger bei regelmäßigen Tanzen, sagt die Medizin. Das sind schon Werte, wo man sagt, wow, also aus einem ganz anderen Aspekt, nur ich tanze gern, kann man das auch noch mal beleuchten. Und es ist eben auch gut für die Seele, wenn Charlotte erzählt von der Gemeinschaft, die Musik, die einem gut tut. Also ich glaube, es lässt nichts aus, wofür es nicht gut ist. Also mir geht es zumindest so. Und die Etikette ist bestimmt nicht mehr ganz so streng, wie es früher beispielsweise war. Oder muss man doch eine gewisse Tanzdisziplin dann an den Tag legen? Also ich würde es nicht Etikette nennen, ich würde es Umgangsform nehmen. Wir wollen alle miteinander gut umgehen. Und da legen wir noch mal Wert drauf. Und natürlich bei den Jugendlichen, denen die Hände dann schon mal schwitzen oder der Blick immer so nach unten geht, wo auch das Dekolleté wäre, muss man vielleicht mal sagen, hier, schau mal, die Augen sind auch hübsch oder so. Und beim Ball haben wir natürlich noch Balletikette, aber nichts ist steif. Also alles soll mehr so aus diesem, wie gehen wir miteinander um, herausgeboren werden. Und es gibt den Jugendlichen auch Sicherheit, wenn man ihnen sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. Dann wissen sie, woran sie sich halten können. Klare Spielregeln. Spielregeln sind eigentlich ganz gut. Ja. Nichtsdestotrotz, Tanzen, wenn ich Sie so strahlen sehe, es muss ein wunderbares Hobby sein.